Das Ding ist explodiert. Ich meine, ich fliege alles in die Luft, aber ich bin mir auch recht, ne? Keine Ahnung, shit! Also meine Rüstung wird ungefähr gar nicht halten, das ist auch cool. Oh komm, ernsthaft. Die wollen es wirklich wissen, meine Fresse. Hallo, kann ich bitte, kann ich bitte? Also nicht, okay. Man kann hier nichts machen, ohne zerbombt zu werden. Meine Fresse. Ich meine, ich kann Ape-Shit gehen mit diesen Dingern, das ist auch geil. Habe ich nichts dagegen. Geile Kombo. Ach, na, meine Rüstung war schön, solange sie gehalten hat. Wäre gar nicht. Und tschüss, die Rüstung. Tschüss, die Rüstung. Könntest du bitte kaputt machen? Das gibt's doch gar nicht. Anscheinend interessieren meine Rollattacken gar nicht. Schau mal, hey, ihm ist es scheißegal. Finde ich nicht gut. Bombe. Boah, gut, dass das vorbei ist. Meine Fresse. Wo kriege ich jetzt meine Rüstung wieder? Ach so, gar nicht. Das ist ja witzig. Die Bombe brauche ich sowieso nicht. Dann kann ich eigentlich die Dings mitnehmen. Ich brauche diese Bomben noch nicht. Was soll ich denn damit? Hast du bien gemacht. Dieser Teil des Sumpfes ist wohl wieder in Notre Enden. Das werde ich erst an dem Mord berichten. Sehr gute Französische. Not even klischeehaft. Ist mein Ding, ist Potion noch da? Nee, ne? Na, der ist schon weg. Ist auch egal. So wichtig war er auch nicht. Aber die Krallen sind cool. Ja, irgendwie positiv denken. Irgendwas muss man dem hier abgewinnen. Das erste Hindernis habe ich geschafft. Ja. Aber jetzt muss ich ganz schnell dieses Froschdorf finden. Dann ab, mein Freund. Oh, Katzi. Okay. Arealwechsel. Mir ist es recht. Das war schon ein Kapitel. Wow. Auf der Karte sieht man übrigens noch nicht den nächsten... Ja, Musikvideos. Den nächsten Endboss. Sollte man eigentlich, der ist nicht mehr so weit weg. Oh, soweit Schätze, ich weiß. Die Krokodil- und Schildkröten verbinden sich mit dem Mauvais-Gorilla-Bestien. Das macht das Übel noch bien schlimmer. Aber wir Frösche werden nur aufgeben. Oh no. Wir werden uns in unseren Dörfern verschanzen und jeden Étranger-Eindringling zurückschlagen. Hä? Wovon zum Teufel sprichst du eigentlich? Ja, was willst du? Mon Dieu, wir werden angegriffen, Chef. Angegriffen? Das versteht angegriffen. Er wieder. Und was noch bien schlimmer ist, sie haben unseren dernier Fluchtweg zur verlassenen Stadt gesperrt. Jetzt sind wir gefangen und sie werden uns vernichten. Dernier ist, glaube ich, letzter. Ihr letzter Fluchtweg zur Stadt. Beruhig dich. Niemand hält uns auf. Was können wir tun? Die Froschkopftür zur verlassenen Stadt kann man nur mit zwei Schlüsseln öffnen, die uns die Krokos und die Schildkröten gestohlen haben. Okay. Aber ich weiß nicht, wo sie verstecken, Bellamy. Also zwei Schlüssel und dann kommen wir weiter. Ich werde sie finden. Natürlich. Und dann beeile dich. Hey, warte! Tja. Nix, warte. Was da? Okay. Ja, ja. Ich denke, mit X kann ich aber von wegen. Kann ich gar nichts. Ja, wir bewegen uns einfach sofort, ne? Macht ja auch Spaß. Ja, nicht wirklich. Könnte ich irgendwo hinschwimmen? Will ich das? Bestimmt wieder ein Geheimnis. 100 Pro. Ich meine, wenn ich... Dann fliege ich halt einen Lebenspunkt. Ist ja auch egal. Ja, das war wohl nichts. RIP.
Egal, ich hab's immer probiert. Gehen wir den richtigen Weg. Oh ja, diese Areale kenne ich tatsächlich wieder. Man kann... Ich hab's mal versucht, ich hab's noch nicht selbst reproduzieren können. Man kann scheinbar über diesen Matsch ganz normal drüber, wenn man dauernd seine Attacken-Kombo macht. Weil dann greift dieses Ding vom Matsch nicht, dass es einen festhält und runterzieht. So kann man dann da drüber. Aber immer wenn ich das versucht habe, ist irgendwie nichts passiert. Oh, nee, Moment, hey, es geht. Es geht, wow! Das bringt mir jetzt zwar nichts, aber es würde funktionieren, ist cool. Und RIP. Ja, so geht das auch. Und ich meine, klar, dadurch, dass es nicht vorgesehen ist, kann man Bereiche, die so nicht eingeplant waren. Und vor allem kann man Level damit vorzeitig beenden. Aber da ich nicht weiß, wo genau und wie das, lasse ich das. Aber ich wollte es immerhin erwähnt haben. Übrigens, da. Kann ich was kaufen? Hallo, mein Freund. Hier kreucht und fleucht eine Menge. Kunde ist König, ja. Wie kostet diese Rüstung? 640. Das Ding ist, diese Rüstung, die ist sowieso schneller weg, als ich gucken kann. Das ist doch dumm. Hey, Mister. Nicht so laut. Die sind überall, mon ami. Vielleicht bin ich einer von denen. Was ist los? Wachst du schon an den Todessümpfen? No? Hm? Da soll man ganz nützliche Sachen finden. Oh, danke. Noch mehr? Oh, lala. Ein Froschkopf-Amulett befindet sich in die Krokodilstempel. Du musst erst die Krokodilsträne finden, um da reinzukommen. Oh, wow. Okay. Oh, mon Dieu. Am besten, du sprichst mit dem Bürgermeister gut. Er weiß überhaupt mehr. Alles klar, kann ich hier rein? Ist hier was? Hast du coole Krallen? Ich glaube nicht. So. Da war aber noch ein anderer Weg. Ich habe schon wieder so viele Wege, ich hasse das. Ich erwähne es bei jeder Gelegenheit, in jedem Spiel, wo ich mehrere Wege habe, muss ich sagen, ich hasse das. Weil es stimmt. Einen Moment. Ich glaube, hier geht es dann zum Dorf weiter. Und wenn ich hier weitergehe, kriege ich halt das erste Amulett. Warum nicht, ne? Abgesehen davon. Ah, fuck. Das hat nicht so gut funktioniert. Hier geht's auf einmal nicht mehr, das meinte ich vorhin. Und dann irgendwann funktioniert es nicht mehr und ich verstehe nicht warum. Aber ey, das ist eine andere Sache. Erstmal schauen wir uns hier um nach einer Krokodilsträne. Ich meine, die kann ich auch mit Gewalt rausholen. An einer Krokodilsträne soll es nicht scheitern, das Ganze. Mal schauen. Oh, hier sind Le Frische, oh la la, ich kann nicht umgehen. Rip Triggers. Ignoriere euch einfach. Ja, ich gehe wieder hin. Ist ja gut. Oh, jetzt. Ich dachte schon, ich ertrinke. Alles gut. Bist du Bürgermeister Gu? Ja, er hat den roten Anzug an. Natürlich, was soll er sonst sein? Der, keine Ahnung, Diba du Frosch oder was? Hui, du musst Kay sein. La Frosch Dörf ist im Moment die einzige sichere Ort. Aber wir rechnen noch in diese Nacht mit La Attacke. In die ganze Stadt wurden Truppen gesichtet. Welche Abwehrmaßnahmen habt ihr getroffen? Eine Mauer. Oh, mon Dieu! Abwehrmaßnahmen! Wir sind bloße Frösche, Ami. Bien verängstigte Frösche. Das reinste Zuckerschlecken für Shuns Armee. Kay, all unsere Hoffnungen ruhen auf dir. Wenn du Froschdorf jetzt betreten möchtest, komm nur hinein und ruh dich noch aus. Du bist herzlich willkommen. Also, wir spielen wieder den Weltretter. Ihr Ring ist verschwendend. Übrigens, ich habe die Stimme erkannt von Kay. Das ist Fry aus Futurama. Wenn Kay nochmal redet, könnt ihr mal hinhören. Aber na, natürlich redet er nicht nochmal. Die Bürgermeister Gu soll irgendwas drei Wichtiges haben und alle Krokodile suchen danach. Kay, sag irgendwas. Ich hab's gerade erst erkannt. Salut! Früher war es das reinste Vergnügen, die Krokodilstempel im Westen zu besuchen. Aber diese Magnifikzeiten sind vorbei. Krokodilstempel? Da hat immer jemand falsch vorgelesen. Das hörte sich nicht nach absichtlich komisch französisch an, also es war einfach nur schlecht. Bonjour, Monsieur.
Ich weiß nicht, ob wir die nächste Nacht noch überleben. Meine Familie habe ich in die verlassene Stadt vorausgeschickt. Aber jetzt können wir ihr nicht mehr folgen. Ella? Ellas! Ich trinke Uso, was trinkst du so? Oder so ähnlich. Was geht bei dir? Hast du La Ferman besucht? Er soll einen Schlüssel aufbewahren. Eine Geheimschlüssel. Ja, Ferman hat irgendwas, okay. Ich hörte von einem, der ohne Ornissenflasche in die Todessümpfe gegangen ist. Ganz schön blöd, oder? Nein, nicht wirklich. Willst du damit irgendwas sagen? Wenn du das sagen willst, mach ich dich kaputt. Okay, also ich komm scheinbal nicht ins Froschdorf. Oh, vielleicht solltest du vor Beginn der Schlacht... Okay, in den Todessumpf. Mache ich, mein Freund. Bin ich schon unterwegs. Also denk dran, wenn Case nächstes Mal spricht, ist es Fry aus Futurama. Stimmmäßig. Ich hab die ganze Zeit schon, ich meine, ihr kennt es bestimmt auch. Hört die ganze Zeit eine Stimme und denkt sich, die kenne ich irgendwoher, das gibt's gar nicht. Das, irgendwoher kenne ich die. Bis irgendwann mal Klick macht. Die kommt wahrscheinlich später rein in die Simf oder so. Oh ne, ich komme jetzt schon mal. Brauche ich das Froschkopf-Amulett. Also beide. Sind das meine Ornissen oder Nerven oder welche? Also helfen die mir oder nicht? Bisher machen sie mir keinen Schaden, ich renne aber auch gekonnt weg. Oh, wirklich. Gut, dass ich da rauskomme. Dass ich echt sauer werden müssen. Und dann haben wir immer noch diesen einen Weg, den ich vorhin. Oder die eine Weggabelung, die ich vorhin nicht abgegangen bin. Und ich weiß noch nicht, was die mir gebracht hätte. Es nervt. Egal. Fun Fact, ich habe es rausgefunden. Das letzte Mal hätte es... ja, bei diesem Ding, wo ich die Sachen hätte kaputt machen müssen, da hätte es eine Magie-Container, glaube ich, gegeben. Ich glaube, es war ein Magie-Container. Oh ja, ja, die tun mir weh. Das ist ja dumm. Ja, wenn man einmal freundliche Bienen offen. Und wegen. Jetzt. Ernsthaft! Die recken mich, ich glaub's ja selber nicht. Ich weiß aber auch nicht, wie ich die bekämpfen kann, oder ob die einfach nur. Kannst ja nicht wissen. Außerdem ist mir alles. Das ist mir alles zu groß und verwirrend. Die Karte gibt mir immer so ein bisschen Aufschluss darüber, wo ich lang muss. Und gerackt. Von dummen Hornissen gerackt. Ist das nicht dumm? Ja, das ist dumm. Warum machen sie das? Ich muss gleich meinen Lebenstrang einsetzen wegen ein paar Flugviechern. Das ist doch Schwachsinn. Was soll ich gegen euch machen? Kann ich euch kaputt hauen? Nix war's mit kaputt hauen. Das überlebe ich nicht, vergiss es. Ich brauche entweder gleich einen Herzcontainer oder meinen. Ja, oder sowas. Herzcontainer oder. Diese Dinge gehen mir auf den Sack, wirklich. Oder ich muss meinen Lebenstrang einsetzen, was noch ein bisschen trauriger wäre, ehrlich gesagt. Ich nehme einfach den Frosch mit und alle anderen sind mir egal. Oh, merci, Amphibio. Es wird ein bon Tag. All diese Orte sind kein Ort für mich. Ich muss nach Froschdorf. Hier geht's weiter. Komm ich da irgendwie... Rum? Ich glaube nicht. Ah, ich hätte es schaffen können. Ich probiere es nochmal. Es kann funktionieren. Ich brauche nur ein bisschen. 1, 2, 3. Fuck! Nein. Schade. Nicht so wichtig. Jetzt ist leider der Zeitpunkt gekommen, wo ich beschämt diesen Trank hier einsetzen muss. Und auch das noch.
dann greife ich den Balken. Ich leck mich am Arsch. Dummes Spiel. Der größte Schwachsinn aller Zeiten. Sagt mir einer, was ich gegen Hornissen machen kann. Nein! Das wäre auch langweilig. Wäre nicht nur anteilig, sondern auch ganzheitlich langweilig. Tschüss. Ah, jetzt habe ich immer einen Hornissen. Jetzt heißt es Hornissen gegen Hornissen, oder was? Hier soll es recht sein. Oh, jetzt geht's runter. Holy shit! So viele Hornissen musst du erstmal berechnen. Wow. Ja, wollt ihr mir was antun, ha? Huh? Ah, könnt ihr nicht, weil ihr dumm seid. Ah, das ist ja dumm. Oh nein, das ist ja ärgerlich verschluckt. Okay, also merken Cutscenes schützen an. Dieser Rüstung sage ich auch sowas von nicht nein. Das ist schon kein Spaß mehr ist. Okay, Rückweg. Ja. Gibt's nicht? Gibt's nicht eine Abkürzung oder so? Muss ich echt den ganzen Weg normal zurücklaufen? Das nervt ja gar nicht. Na, machen wir mal. Also dieser Ort war bisher der schlimmste von allen, einfach weil es so genervt hat. Aber jetzt habe ich immer den Hinweis verstanden. Oh, da ist jemand ohne Ornissen Dings da in die Sümpfe gegangen, das wäre ja Doom. Und I'm like, yes, that makes fucking sense. Zack. Ich meine, ich verstehe nicht genau, warum die mir jetzt keinen Schaden mehr machen. Aber ich akzeptiere es einfach mal. Ich habe das Potion aktiviert. Könntest du bitte raus da, Kay? Dumme Katze. Da oben ist irgendwas, da will ich hin. Nein, das war dumm. Fuck. Scheiße. Wrecked, Alter. Neuer Versuch. Ich meine, hier gibt's gratis irgendwas. 2, 3 und... das noch hin. Wenn es das Letzte ist, was ich tue, wäre das schade. 1, 2, 3. Schau mal, Geld. Mir soll es recht sein. 2, 3. Und dann. Ich schlage hier irgendwie gleich aufs Maul. Echt. Wie nervig diese Sumpfscheiße ist. Hallo? Wirklich? Get your fucking game right. Holy shit. Wie soll ich hier irgendwas überleben in diesem Areal? Richtig, die Antwort ist nicht. Die einzig logische Antwort ist nicht, verdammt. Zack, 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 okay. Boah, endlich komme ich hier raus wenigstens. Ich habe besseres Schwert. Klauen, ich habe eine rote Rüstung. Mein Leben ist fast null. Das sind doch die perfekten Voraussetzungen für alles. Meist dafür gerackt zu werden. Puh, da ist dieser Albtraum vorbei. Schön. Was ist hier? Kann ich hier bitte raus? Natürlich nicht. Selbstschuld ist die Antwort hier. Okay, da war ich jetzt. Na komm, ich, da muss ich ja mal hier lang jetzt. Nehme ich mal an. Na, was gibt's hier? Gibt's eine Krokodilsträne? Ich hätte nichts dagegen. Nebelmeer. Das geht nicht kaputt, okay. Dieser Sprite ist geil. Aber da drüben, non sûr, sei kein Fährbetrieb. No, aus Kriegsgründen ist der Betrieb momentan eingestellt. Fry aus Futurama. Aber ich muss. No, ich setze nicht über. Non Betrieb.
Non discussion, es ist viel zu gefährlich auf die See. Okay. Vielleicht können wir ein bisschen überzeugen, wenn wir auf die Fresse hauen oder so. Ja, ganz bestimmt. Nee, keine Ahnung. Boah, bin ich da gerade echt drauf gelaufen? Ich bin ja ein Genie. Komm ich hier rum? Komm, das wäre doch witzig. Könntest du ja bitte drauf, pass auf. Ach, dann eben nicht. Ich hab's probiert. Egal. Dann. Du hast einen Schlüssel, dann gib her. Warum ist das zu gefährlich auf dem See? Weil Krieg ist, hast du überhaupt zugehört? Dich werde ich wohl nicht wieder los, gell? Oh. Zuerst kamen die Gorillas. Sie plünderten mein Lager, warfen hunderte von Fässern mit Sprengstoffe ins Wasser und stahlen drei meiner Boote. Mon Dieu, nur eines haben sie mir gelassen. Und das will ich nicht auch noch verlieren. Reicht das? Du scheinst nicht der berühmte Fährmann zu sein, von dem man mir erzählt hat. Oh. Was? Ich bin der beste Fährmann in die ganze Sümpf. Ich glaube, ich bin der bessere Bootsmann. Wenn Nein, Kate ist nicht dein Ernst. Oh la la, du wettest auf deine Können als Bootsmann? Ganz schön mutig von dir. Aber okay, ich leihe dir meine Boote. Wenn du schneller bist Nein. als ich, gebe ich dir meine Krokodilsamulett. Bitte nicht. Abgemacht. Ich will das nicht. Kann ich hier weiter? Kann ich nicht, egal. Okay, hast du das gerade wirklich... Ich hasse Bootfahren. Ich meine, du vielleicht nicht, aber ich muss ja fahren. Du hast quasi mich reingeritten. Halt, was war da? Da stand irgendwas. Oh. Ich lenke mit Viereck, das ist... Ja, das macht schon mehr Sinn. Das hätte mir ja mal vorher einer sagen sollen. So, ich bin auf Vollspeed. Schneller geht nicht. Ein 20. Na, genau. Jetzt bugge ich auch. Ernsthaft bin ich gerade out of bounds gefahren. Und ja, es ist nämlich Bullshit. Ja. Das ist ein gutes Spiel, wenn der Spieler out of bounds fährt. Das, da merkt man, wo man dran ist. Shit. Ich finde es auch gut, dass auf der Karte nichts eingezeichnet ist, weil es wär ja dumm, richtig? Aber es ist wie mit dem Wildschwein quasi. Ziemlich ähnlich. Mit Vierk mache ich diese komische... Diese komische Lenkspaß hier. Nein! Also ich bin unmöglich besser als der Bootsmann da. Das, meine Leistung ist einfach erbärmlich. Seriously, dude. Okay. Läuft ganz gut bisher. Ich muss sagen, es ist ein bisschen angenehmer als Wildschwein. Und ich... Komm, hallo, komm ich da bitte durch? Bitte! Das glaubst du, das ist nicht euer Ernst. Ich hänge an der Boje fest. So werde ich also verarscht. Wahnsinn! Fickt euch! Oh. Gibt es überhaupt irgendein Spiel, wo Bootssteuerung gut ist? Ich glaube nämlich nicht. Also neuer Versuch. Vorsichtig. Nein, 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 nein. Außerdem, warum sagt mir die Anleitung, dass ich springen kann mit X? Das Spiel. Warum sagt mir die Anleitung, dass ich springen kann mit X, wenn ich dann disqualifiziert werde? Ich meine, es hat mir jetzt schon ein paar Nerven gespart, aber... Warum kriege ich diese Anleitung? Ich meine, ich weiß auch so, wie ich springen kann, das ist nichts Neues. Mit Viereck arbeiten. Dieses Spiel ist schlecht, weil ich nicht weiß, wie man ein Boot richtig steuert.
Okay. Das war jetzt mal halbwegs anständig. Let's go. Vielleicht bin ich schon zu langsam und wenn schon, dann ist mir egal. Then I don't fucking care. Okay, das war gut. Hier kommen wir rum. Es hilft einiges, die Strecke einfach zu kennen. Das macht total viel Sinn, ich weiß. Mist, den hätte ich nehmen sollen. Fuck, ist der Kurs danach wenigstens vorbei? Ah, okay, da war das Ende. Ich war also beim vorletzten Kontrollpunkt. Komm, das wird was. Let's fucking go. Okay. Nein. Bitte. Okay, komm schon. Okay, also ich fahre rechts rum. Also es ist schneller und tatsächlich auch einfacher zu lenken, was man so erstmal nicht erwartet. Also schneller, ja, aber das einfache Lenken erwarte ich erstmal so nicht zumindest. Wenn man die gekrümmtere Kurve hat, die Innenkurve. Das gibt eine Explosion. Oder auch nicht. Bleibt nicht mehr hängen. Nice. Das war ja ziemlich gut. Okay, ist doch kein so schlechter Bootsmann anscheinend. Nach 180 Versuchen. Ja, der Fährmann schon lange im Ziel ist wahrscheinlich. Von mir aus. Ah. Egal. Jetzt kann man wieder ausbügeln. Na komm. Ich back nicht schon wieder im Zaun fest. Bitte sag mir das nicht. So, diesmal muss ich außen. Das tut weh. Und dann komm. Ah, ficken! Dummes Spiel! Boah. Ich weiß, dass sowas nicht im Speedrun vorkommt, deswegen. Es gibt einen Skip und ich würde ihn jetzt sehr gerne wissen gerade. Also für dieses ganze Krokodils-Augen-Tränen-Sammel-Scheiß da brauche ich alles nicht. Will ich auch nicht. Ansonsten muss ich wieder... Ansonsten muss ich wieder off-cam. Also halt, muss ich halt schnipsen, bis ich den Run habe, in dem ich gewinne. Nicht, dass ich da ein Problem mit hätte oder echt mich skrupel, nein. Aber es wäre halt nervig. Sollte in einem Spiel nie der Fall sein. Deswegen machen wir noch eine Runde weiter Boot und das Radar schlägt nicht mehr an. Sehr interessant. Perfekt. Bisher läuft es doch richtig schnucklig vorne. Geil, 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 geil. Außenrum. Oh, perfekt. Wie er es wreckt, Alter. Wie das Spiel wreckt. Ding mit gerippt, das glaubst du gar nicht. Perfekt. That's it. Yes. Yes. Ein 10 unterbieten, dann könnte ich mal meinen Black Metal Arsch lecken. Okay, du hast gewonnen. Ich halte meine Wort und gebe dir meine Krokodilsamulette. Danke. Gibe. Etudiant, weißt du, wenn alles vorbei ist, kannst du ihr arbeiten. Oh, sehr nett. Ich bin immer auf der Suche nach talentierten Fährmännern. Ja, ich bin in der Suche nach Jobs, die mich nicht interessieren. Das war ein großes Amulett. Damit kannst du im Krokodilstempel eine Geheimtür öffnen. Sehr geheim, wenn man es rausschreien kann. Ich glaube auch. Ist da oben irgendwas? Hätte mich gewundert, wenn es eine echte Textur ist. Und ich bin gleich tot, weil ich dumm bin. Ich nehme mal rein, verliere ich ein Leben. Das wollen wir ja nicht. Nein. Oh, Glück gehabt. Das war schon wieder hart am Limit.
So, Moment, wo komme ich denn jetzt zurück? Hier? Frage, sei schön. Ja, da, genau, perfekt. Okay. Ich bin da. Wenn du die Froschdörfel. Kann ich jetzt? Die Bürgermeister Gu soll irgendwas treiben. Froschdorf betreten, da. Salut. Salut. Nein. Hier. Ganzes Stück Arbeit, meine Fresse. Lade. Okay, wir sind noch eine Schüssel warme Milch. Chef, die Attacke, sie hat begonnen. Zu Underden sind sie angerückt. Ja, ich wollte gerade schlafen und ich habe auch für dieses Hotelzimmer bezahlt, also leck mich! Mordieu! Die Truppen plündern Froschdorf! Genau. Die meisten Häuser stehen in Feuer! Unsere Sprösslinge sind in großer Gefahr! Und jetzt so, ha! Verarscht! Just got pranked, bro! It's just a prank, bro! Oh! Ist immer noch ein Prank, bro! Ich konnte Froschdorf nicht mehr erkunden, das war total dumm. Like the skin. In diesen Gläsern sind unsere Froscheier. Ja. Für eine Weile sind sie da sicher. Ja. Aber wenn du die Gläser nicht bald findest, werden sie sterben. Dann sind alle unsere Nachkommen. Ich will gar nicht daran denken. Oh, bitte, du müsst sie retten. Natürlich. Ich werde euch helfen. Euch Blut, mein Freund. Mit Planet Express. So viel Futurama. Genau. Ach ja, übrigens, ich bin gleich tot. Das ist ganz witzig. Es wird. Nein! Meine Lebensenergie ist zurück. Ja! Ja! Ich war noch nie so glücklich. Oder so ähnlich. Jetzt nehmen wir das noch mit. Aber diese Hornissen-Potions kann man nie unterschätzen. Halt! Da muss ich schammeln, also gehe ich einen anderen Weg. Hier ist irgendwas Cooles und ich will es haben. Aber außerdem kann ich hier schwimmen. Was mache ich eigentlich? Was ist hier? Es gibt hier so viele Wege. Nervt ja gar nicht. Das war Vollgas. Aber meine Steuerung ist verwirrt dadurch, glaube ich. Oh, das ist ja geil. Dann kann man so ein bisschen cheaten. Ich brauche eine 7er-Kombo. Was? 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 Ah, I see. Okay. Oh ja. Kannst du bitte aufhören? Bitte raus hier. Hallo? So viel Bullshit. So viel Bullshit. Ich will doch nur an dieses Ding ran. Alter! Nein! Das gibt's doch gar nicht! Dummes Spiel! Wie soll ich da vorbeikommen? Das ist doch. Oh, das ist unmöglich! Das ist übrigens auch Bullshit, aber das ist immer nur nebenbei. So, warte. Den Matsch kann ich immer überleben, soweit. Ist ja auch cool. Okay, ganz ehrlich, fick dieses Spiel. Okay, dieses Ding kriegt scheinbar gar nicht kaputt. Also ich habe was gemacht, ohne dass ich irgendwie Chance hatte zu gewinnen. Very good level design. 10 out of 10. Schwachsinn, ey. Habt ihr überhaupt versucht, ein funktionierendes Spiel zu programmieren? Ich glaube nämlich nicht.
Oh, hier musste ich hin. Fuck. Zurückgestanden, alle Mann. Ich bin von der Hilfsfeuerbrigade. Ich übernehme dieses Feuer hier. Natürlich. Was? Was schlafen die? Ah, du bist ein dummer Affe, das glaubst du ja nicht. Weiß nicht, Chef. Ihr blöden Affen. Habt ihr wenigstens einen blassen Schimmer von der Bedeutung einer in Yenching geschmiedeten Klinge? Kameraden, dieses kleine Stück Dreck will uns reizen. Wir werden ihn nicht enttäuschen. Ja, nee, reizen kann ich, wie ein Skat. 18, 20, 2, 0, 4. Das Ding ist, die könnten gut klatschen. Aber sind halt verdammt langsam, deswegen. Oh, holy shit, wie ich hier rasiere. Zack. Geil, geil, geil. Nein. Bitte, ich habe auch noch einen zweiten Hornissen-Potion für den Notfall, das ist egal. Oh, der hat gesessen. Der hat gesessen, Hashtag Knastbruder. Wahnsinn. Einer geht noch. Ich kann einfach nur eine Attackenkombo machen. Danke. Okay. Das war ganz toll. Bullshit-Game. Danke für die Badestunde. Oh, wirklich. Also, ich gehe drauf, das wäre so traurig, wenn ich hier wirklich drauf gehe in diesem Kampf. Was gibt's hier? Oh, Geld brauche ich ja sehr dringend gerade. Habe ich mir noch selbst Schaden zugefügt, wie der Mongo, der ich bin. Hier drauf, keine Chance. Ich kann mich hier trocknen, das ist cool. Komm ich hier wieder raus? Nein! Fuck! Das war ziemlich dumm. Jetzt habe ich keine Hornissen. Oh Mann! Das war so unglaublich dämlich. Nee, warte, ich muss es neu laden, das geht nicht. Kann ich nicht machen. Ich habe meine ganzen guten Tränke verloren. Nicht speichern. Ich will laden. Meine ganzen guten Tränke verloren. Und ich hoffe, es hat beim Angriff auf Froschdorf gespeichert. Was? Achso, oh, I see, okay. Jetzt kann ich aber kurz was checken. Moment. Wo bin ich denn genau? Hornissen. Oh, lass mich raten, hier komme ich gar nicht weiter, oder? No, du kannst uns doch jetzt nicht. Ja, okay. Also der Weg, den ich gegangen bin, war schon der richtige. Alles gut. Kannst du bitte hoch, okay? Danke. Okay. Sehr nett von dir. Also auch ein neues. In La Kampfe. Oder so ähnlich. Ja, ja, komm, 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 komm. Warum habe ich jetzt aber immer das Schwert vorne, hatte ich nur die Klinge? Ganz ehrlich, mit so einer Klinge hätte ich die doch... Scheiße, das war ein Berserker-Potion. Fuck. Zum Glück habe ich den anderen noch. Aber ist vielleicht gar nicht schlecht. Für den Kampf kann man den, glaube ich, brauchen. Zack, und wiedersehen. Nein. Nein, komm schon. Warum hatte ich vorhin nur meine Krallen? Soll mir mal erklären, bitte.
Toll. Ja, sehr gut. Die mich racken, das gibt's doch gar nicht. Holy fuck. Ich sollte wahrscheinlich mehr blocken oder so. Oder mehr mattiert. So muss irgendwas machen. So, ganz einfach. Und weg. Ja, ich glaube, diese Krallen haben mich aufgehalten. Ich werde es jetzt mal als Bug abstempeln, ohne genau zu wissen, was es war. Dass ich mein Schwert nicht eingesetzt habe. Oh, hier war es, genau. Die Frösche werden nicht nur überleben, wenn ich die anderen finde. Das ist Schwachsinn. Okay. Wo geht das nächste hin? War es jetzt oder was? Fertig. We done here, guys. Ich. Oh, warte. Ich glaube, die Krallen haben mir auch hier den Weg verbaut. Weil, wenn ich jetzt weiterkomme mit meinem Schwert von diesen Metalldingern, dann weiß ich, es war. Ja, okay. Ja, okay. Das war ein Bug. Bitte. Wow. Das war knapp. Viel, wenn Krallen einen Bug verursachen. Ich mein Schwert nicht ausrüsten kann. Ne, so geht es natürlich. Hallo, liebes Spiel. Moment, wie komme ich raus? So. Irgendwann lernt man mit dieser Steuerung umzugehen. Hornissentrank ist okay. Oder auch nicht. Einfach rumfliegen und die Hornissen den Job machen lassen, aber muss ja nicht. Das geht. Gibt eine Runde baden. Ich verstehe, warum ich den Herzcontainer bekommen habe. Einfach um mein Leben gratis aufzufüllen. Das war schlau vom Spiel. Natürlich. Komm ich. Hallo? Ich kann nichts machen. Ja, ich kann gerackt werden, aber das war nicht mein Ziel, glaube ich. Mach mal anders, warte. Jetzt habe ich wieder die Krallen auf einmal. Jetzt ist mein Schwert weg. Warum? Oder mache ich irgendwas falsch? Und wenn ja, will ich es eigentlich nicht wissen. Ich bin gleich tot, wirklich. Toll, super gemacht, Bloody. Jetzt wird man richtig gefegt. Jetzt habe ich natürlich keinen Trank mehr. Warum fallen die alle runter? Ich hätte hier speichern können. Warum mache ich diesen Kampf überhaupt, wenn ich einfach gehen kann? Dumm, so, tschüss Bombe. Brauche ich nicht. Kann ich irgendwo... Nee, das wollte ich nicht. Wir sind blindes 7er-Kombo. Oh, so wird... An die Kiste will ich rankommen, wenn ich den Kampf gemacht hätte. Okay, I see. Okay. Nein! Oh, wie dumm. Wie dumm. Ich muss gleich mal ins Handbuch gucken. Ob ich vielleicht einen Fehler gemacht habe. Von wegen Schwert aktivieren oder so. Ich meine, warum? Ja, das war schon wieder Schwachsinn.
Warum kann ich... Wie kann ich dieses Ding wieder loswerden? Ich will mit dem Schwert angreifen. Wahrscheinlich habe ich kein Schwert mehr. Keine Ahnung. Das ist dumm. Das ist alles, was ich weiß. Das ist dumm. Fertig. Genau, jetzt gehe ich noch eine Bahn. Pass auf, das mache ich nicht. Wenn ich jetzt mein Schwert wieder habe, dann weiß ich echt nicht, was ich davon halten soll. Gebe ich zu. Ja, jetzt habe ich es. Was soll das? Kann man das irgendwie erklären? Ich glaube nicht. Ernsthaft? Probier ich es nochmal, weil warum nicht, ne? Bei Ninja Turtles. Hat mich gefreut, euch gerackt zu haben. Oh, geil. Perfekt. War das so schwer? Nein, war es nicht. Es war ganz einfach. Und ich krieg nur eine 6er-Kombo. Wirklich. Habe ich eine 7, aber jetzt komme ich nicht mehr nach oben, natürlich. Heute so kriege ich doch nie eine 7er Kombi hin. Was soll denn das? Jetzt aber, perfekt. Gib! Keine Ahnung, was hier drin war, aber es war scheinbar gut. Oh, was ein Gekrepel. Trank bin ich auch dabei, ist doch geil. Komm ich da rüber? Ja. Hier ist irgendwas mit dem X markiert, deswegen... Ich kann hier nicht so falsch sein. Aber anscheinend schon. Da ist hier eben nichts. Wahrscheinlich, wenn ich da reinkomme. Sieht es aus, als könnte ich diese Gebäude dann rein, deswegen. Oh, noch mehr Audissen. Nice. Pretty Nick. Okay, nice. Das ist dumm. Kann ich jetzt nochmal den Speicherpunkt nehmen? Wäre gar nicht so verkehrt eigentlich. Also. Und ich kann auch einen schnelleren Weg hoch. Weil dieses Netz nervt mich. Da. Naja, so ist der Weg nicht schneller, wenn ich spielen nicht möchte. Hallo. Könntest du dich da hinwarpen, verdammt! Okay, dann fick dich, Spiel, ganz ehrlich. Du kannst dich ficken gehen. Tschüss, Wiedersehen. Mann, wie nervig. Und da komme ich nicht. Ich hasse mein Leben. Ah. Ich will das nicht mehr spielen. Wenn ich so verarscht werde. Okay, ich will irgendwo hier irgendwie rein und das ist ja auch cool. Abgesehen davon, dass ich nicht will, dass ich gelogen habe. Reiß Lager aus. Ist mir wirklich egal. Hier brennt's. Da komme ich nicht weiter. Toll. Ah, Moment. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich muss die Dinger auf die Kisten auf die Dinger setzen.
Ich habe ganz schön viel Ausdauerzeit hier, meine Güte. Also hier komme ich nicht rum und nicht weiter. Was mache ich denn hier überhaupt? Wenn ich hier nichts machen kann. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ist mir auch scheißegal. Ich bin hier, um zu kämpfen und nicht, um eine scheiß Feuerwehr zu spielen. Könnt mich mehr. Speicherpunkt, danke. Was haben wir denn hier? Noch mehr dumme Feuerrätsel. Haus des Chen-Clans, nein. War ja schon wieder Schwachsinn. So kriege ich immer ein Geld. Oder genau, da sind Hornissen. Natürlich sind da Hornissen drin. Warum nicht? Wäre ja langweilig, wenn keine Hornissen drin wären. Richtig, richtig. Geh da hoch, Kay. Trottelige Dummkatze. Natürlich. Ich glaube, das Spiel will mich einfach nur nerven jetzt. In dem einfach nichts funktioniert. Und wenn das Ziel ist, dann funktioniert es aber sehr gut. Also, Gratulation ans Spiel, ihr macht euren Job perfekt. Ich komme da nicht direkt hin, ich muss es anders machen. Nein, oh Mann! Wie viel Schwachsinn! Wir können diese Dinger sich nicht mehr verpissen! Können sie natürlich nicht. Ich raste gleich aus, echt. Ich schlag gleich auf meinen Fernseher ein. Ich protestiere, keine Ahnung. Da komme ich nicht ganz rein, weil die Kamera nicht funktioniert. Und schon wieder. Nein, ich mach das nicht. Das war die Aufnahme. Das Spiel kann nicht mal ficken gehen.